Hallo Los Santos zusammen. Mein Name ist Franjo Perkovic, ich bin Meister in Los Santos Teams. Seit 3 Tagen werden wir, soll man sagen, zusammengeschlagen, bedroht, fertig gemacht. Ich appelliere an die Bürger, dass das vielleicht ein bisschen aufhört. Wir machen nur unseren Job. Wir haben keine Waffen, wir haben nichts, wo wir uns wehren können. Und ich finde das sehr, sehr schwach, dass man sich an Mechaniker rantut. Weil anscheinend mit den größeren Fischen können sie nicht mithalten. Wir kriegen Dispatches rein, dass wir abschleppen können. Was passiert, wenn wir anfahren? Leute gehen vor unser Auto, Leute fahren gegen unser Auto. Wir werden zu siebt bedroht, gegen zwei, gegen einen. Was soll das? Wir machen nur unseren Job, ja? Wir sind nicht die Regierung. Wir kriegen Aufträge rein zum Abschleppen. Wir haben Familien. Wir wollen in Ruhe unsere Arbeit machen. Und wenn ihr euer Krieg machen wollt, macht das unter euren Gleichen. Ich habe damit kein Problem. Leben und leben lassen. Aber bitte lasst uns unsere Arbeit anständig machen. Ja? Und wenn das nicht weiter funktioniert, dass wir nicht arbeiten können, weil wir jeden Tag, jede Stunde zusammengeschlagen werden und fertig gemacht werden, dann müssen wir mal uns überlegen, ob wir mal ein paar Tage unsere Arbeit flach lassen. Weil wir können nicht mehr jeden Tag in die Arbeit gehen, wenn unser Leben unter Gefahr steht. Ich weiß nicht, was Sie für alle Probleme habt, ja, aber anscheinend muss man wirklich an Schwächere rangehen. So, dann ein nächstes Thema zur Polizei. Hier waren gerade Leute und haben uns mit einer MP, mit einer Maschinenpistole bedroht. Ja, so blaue Leute, blau angezogene Leute. Ja, sie mussten sich gegen Mechaniker messen. Weißt du, Mechaniker, das sind die größten Rivalen. Ja? Wir rufen Polizei an. Polizei sagt, sie kommt. Jetzt ist mittlerweile eine halbe Stunde vergangen. Es kommt keiner. Die Leute gehen trotzdem vorbei. Sie bedrohen uns weiterhin. Es interessiert keinen. Ich bitte auch die großen Bürger dieser Stadt, wo wir bedienen, mit Herzen bedienen, die wo wir ins Herz geschlossen haben, uns zu helfen. Dafür appelliere ich um meine Mechaniker. Wie gesagt, sollte das weiterhin so extrem vorkommen, werden wir die Arbeit liegen lassen für ein paar Tage. Ich wünsche alle eine frohe Gesundheit in diesen Zeiten und einen schönen Tag und lasst euch nicht blitzen. Tschüss. Tschüss. Okay. Da Kamera, wie die uns gerade beleidigt haben. Ihr Hurensöhne. Ach da. Oh, ach. Bitte schön. Was so, bist du ganz stark? Ja, Mann, habe ich Mechaniker heute bedroht? Bin ich hier, habe ich Mechaniker bedroht? Ich war schon wieder angefahren. Was ist los, Mann? Wirklich, das ist nicht normal. Andauernd bin angefahren, die Hose holen. Das passiert die ganze Zeit. Wahnsinn. Probleme. Seit 3 Tagen passiert das. Seit 3 Tagen. Schießerei, Bedrohungen gegen unsere Leute. Ganz im Ernst, wir legen bald Arbeit flach. Ändert sich das nicht sofort, wir werden Arbeit flach legen. Was ist das, Mann? Ohne Scheiß, Mann.